Titelverteidigerin Sofia Kenin es bereits in der zweiten Runde der Australian Open aus. Die Amerikanerin verlor gegen die sich in Topform befindende Kaia Kanepi aus Estland mit 3:6, 2:2. Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty zog dagegen in die dritte Runde ein. Die Australierin bezwang ihre Landsfrau Daria Gavrilova mit 6:1, 7:6, 9:7, musste dabei im zweiten Durchgang aber sogar zwei Satzbälle. Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hatte Barty im vergangenen Jahr auf Reisen verzichtet und daher rund ein Jahr kein. Es fühlt sich noch etwas rostig an, aber ich bin froh, in der dritten Runde zu sein. Die Australian Open gehen bei den Damen ohne deutsche Tennisprofis weiter. Als letzte Deutsche schied am Donnerstag Mona Barth, die 30-Jährige aus Neumünster, verlor in Melbourne ihre Zweitrundenpartie gegen die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchová mit 4:6, 1:2. Zuvor waren beim ersten Grand Slam-Turnier der Saison Angelique Kerber